Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys zu einem neuen Video. Und heute werden wir ein paar einfache Griffschalen bauen für das Böker Plus XS. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. In genau 10 Sekunden geht's los. Und da sind wir auch schon wieder. Und heute, wenn ich so rausgucke, es regnet, es ist nass, es ist kalt. Und was könnte man an so einem Tag Besseres machen, als einfach in die Werkstatt gehen und neue Griffschalen zu bauen? Ich muss euch sagen, es wird auch ein kleines bisschen experimentell. Also die Verzierung der Griffschalen habe ich so in dieser Richtung noch nie gemacht. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Lasst uns einfach in die Werkstatt gehen und lasst uns anfangen. So, hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Jetzt werden wir mal versuchen, ob wir die Griffschalen irgendwie hinbekommen. Hier, ich habe sie schon abgebaut, das ganze Prozedere mit dem Auseinanderbauen von dem Messer etc. pp. Das habe ich euch jetzt einfach mal erspart. Und die Griffschalen werde ich machen aus, ich weiß gar nicht, was das für ein Holz ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war mehr oder weniger Verpackungsmaterial. Frei nach dem Motto der Camping Cowboys. Günstig, aber trotzdem geil. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys zu unserer neuen Kategorie. Günstig, aber trotzdem geil. Ja. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ja? Gut, also ganz dünn, also ich habe so die gleiche Stärke ungefähr gefunden wie von den Griffschalen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich noch kein gelbes und kein weißes Messer habe, nehme ich mal gelb und weiß. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Und als allererstes müssen wir jetzt die Griffschalen auf das Holz übertragen. Hier sind jetzt die Griffschalen. Die Griffschalen lege ich einmal links auf, einmal rechts auf und dann mit einem Filzstift einfach erstmal außen rum malen. Zack, zack, zack. So. Hier muss man relativ sorgfältig arbeiten, vor allem dann auch später beim Aussägen. Denn, wenn das nicht richtig ausgesägt ist, passen die später die Griffschalen logischerweise nicht. Und hier auch immer gleich schon die Löcher mit anzeichnen. Einmal hier vorne für die Schraube, für die Klinge, die Befestigungsschrauben. Und hier kann ich mir jetzt schon überlegen, ob ich das Messer rechts oder links tragen möchte. Ja, dann brauche ich nicht alle Löcher anzuzeichnen. So. Gut, das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite, also für die andere Seite. Habe ich die Griffschalen erstmal schön aufgezeichnet, kommt als nächstes der grobe Zuschnitt, also erstmal grob ausschneiden. Jetzt sehen kann, Moment, Griffschalen sind jetzt ungefähr grob ausgeschnitten und wie man erkennen kann, sie sind immer noch ein kleines Stückchen größer als die Originalgriffschale. Und jetzt geht es ans Schleifen, quasi an die Feinarbeit und dazu einfach zusammenklippen, zusammendrücken. Und dann kann man hier vorne auch schon wunderschön rumschleifen und das genau anpassen. Thank you.
So, und wie man jetzt schon sehen kann, also hier, man sieht, wenn man ganz genau von oben drauf guckt, sieht man eigentlich so gut wie keinen Überstand mehr. Und jetzt ist die Griffschale genauso groß wie die Originale. Ganz wichtig ist hierbei, nie so schleifen. Ja, weil wenn ich hier unten die Kante wegnehme, ich zeige es nochmal von der anderen Seite, wenn ich hier vorne die Kante wegnehme, die Kante muss erhalten bleiben, sonst sieht es aus, als hätte man dann einen Spalt zwischen den Griffschalen und den und da, wo die Griffschalen aufliegen. Ja? Also hier die Kante, diese Kante hier, die darf man nie wegmachen. Okay, jetzt ist alles geschliffen, wie man sieht. Jetzt sieht man auch hier den schwarzen Rand vom Edding eigentlich überhaupt nicht mehr. Der ist jetzt quasi weggeschliffen. Und jetzt ist die Griffschale genauso groß, wie sie sein soll. Und als nächstes kann man hier oben noch, also nicht auf der Seite, die später aufliegt, sondern auf der Seite, die man dann sehen kann beim Messer, da wo auch hier jetzt die ganzen Schraubenlöcher angezeichnet sind, kann man jetzt hier, wenn man möchte, den Grat noch ein bisschen wegnehmen. So, fertig geschliffen. Man sieht, ich habe vorne den Grat noch ein bisschen weggenommen. Hier, aber hinten habe ich ihn stehen lassen, weil hier liegt die Griffschale ja auf. Also ist auch sehr schön geworden. Sind auch gleich, wenn man die aufeinander hält. Man sieht, ist relativ gut geworden. Sehr gut. Also fast kein Unterschied. Ich sehe hier gerade so ein Zehntel Millimeter vielleicht, aber das macht wirklich keinen Unterschied. Jetzt geht's ans Bohren. Und das Problem ist, dass man nie genau weiß, welche Bohrlöcher man hier hat. Daher einfach ausprobieren. Also hier vorne habe ich gerade schon ausgetestet, habe ich einen 4er Bohrer, der passt da genau durch. Genauso wie die kleineren Löcher sind jetzt 2,5 und die ganz kleinen Löcher sind 2er vorne. Jetzt, wenn wir anfangen zu bohren, rate ich euch, mittig im Loch kurz anzukörnen, damit euch der Bohrer dann einfach nicht wegrutscht. Da gibt es richtige Ankörner. Ich habe hier einfach so einen alten Metallzirkel, das funktioniert ganz genauso. Vorgekörnt, dann kommt der Bohrer und immer festklemmen bitte. Und das war's schon. Ein bisschen drüber schleifen. Und schon hat man ein wunderschönes Loch gebohrt. Und ein bisschen säubern natürlich hinten auch noch. Hinten, hier liegt ja der Liner auf, also bitte auch immer von oben bohren, da wo angezeichnet ist, weil hinten franzt es meistens ein bisschen aus. Ja, bitte nochmal her. Ja, dann hat man hier ein wunderschönes Loch gebohrt. Hier zum Beispiel für die Schraube, für den Klingengang. Und das wiederholen wir jetzt mit den richtigen Bohrergrößen auf der ganzen Fläche. Gesägt, geschliffen, gebohrt, eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber noch verdammt hässlich. Und das ändern wir jetzt. Das, was ich jetzt versuche, das habe ich noch nie gemacht, also für Griffschalen. Ich kenne es von der Leinwand her, also hier drin ist Acrylfarbe mit einem sogenannten Pouring-Mittel.
Das Pouring-Mittel verhindert, dass die Farben ineinander verlaufen. Also sie verlaufen schon ineinander, vermischen sich aber nicht. Ja, sie laufen aneinander vorbei. Das habe ich schon auf Leinwänden, habe ich das schon öfters gemacht, aber auf einer Messergriffschale habe ich es noch nie probiert. Ich bin gespannt, wie es wird. Das ist quasi jetzt so ein kleiner Versuch. Ganz wichtig, das zeige ich euch auch noch kurz, wenn ihr mit Pouring arbeiten wollt, müsst ihr euch auf jeden Fall was vorbereiten, so wie ich hier, dass ihr das dann ablegen könnt. Ja, weil es muss auch ziemlich eben liegen, sonst läuft euch die Farbe von der Griffschale runter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also, Farben erstmal gut mischen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich bin wahrscheinlich sogar gespannter als ihr, weil ich habe das eigentlich schon relativ oft gemacht, aber noch nie in so einem kleinen, minimalen Maßstab. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Das ist immer eine relative Sauerei, da kleckert man auch ein bisschen rum. Das ist aber nicht so schlimm und am besten aus Erfahrung fängt man an den Rändern an. Es darf ruhig da ein bisschen drüber tropfen, das ist nicht so schlimm. Immer wieder ein bisschen Farbe nachfüllen. Jetzt schön über den Rand drüber. Der Rand ist immer das Schwierigste am Anfang. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich was unterlegen. Aber bei meiner Werkbank ist es eigentlich auch schon wurscht. Halt, doch weiß. Ihr seht schon, also die Farben verlaufen nicht ineinander, sondern sie laufen aneinander vorbei. Und das gibt immer eine sehr schöne Optik. Ja, hier ist der Rand schon relativ gut. Was man auf keinen Fall machen darf, man darf auf keinen Fall reinfassen, das was ich jetzt hier gerade tue. Ja. Das sollte man tunlichst vermeiden. Aber manchmal, um hier diese kleinen Lücken zu schließen, lässt sich's nicht verhindern. Also sobald man hier oben mit dem Finger reinfasst, ist die Sache eigentlich schon erledigt. Dann sieht's scheiße aus. Das sind übrigens jetzt halt, das ist quasi eine Wiederverwertung. Das sind quasi von meiner letzten Leinwand, die ich bemalt habe, sind das die Reste und die werden jetzt zum Testen hergenommen. So, hier oben noch ein bisschen weiß. Sieht gar nicht so schlecht aus. Hier oben noch ein bisschen weiß. Okay. Hier am Rand. Der Rand ist das Schwierigste, damit würde ich immer anfangen. Und da darf man ruhig viel nehmen. Hier ist ausnahmsweise mal viel besser. Und es sieht jetzt relativ dick aus. Aber diese Farbe, die wenn trocknet, die verliert so viel Flüssigkeit und so viel Feuchtigkeit, dass es wirklich hauchdünn wird. Und jetzt gucke ich gerade hier auch am Rand, ob wirklich alles
sieht gut aus. Und so an sich sieht die Griffschale jetzt schon gar nicht schlecht aus. Jetzt bin ich natürlich wieder schlecht vorbereitet, aber wir nehmen hier einfach so ein Holzstück. Jetzt muss hier unten, solange die Farbe noch feucht ist, muss ich sie hier unten jetzt wegkriegen. Weil sonst muss ich sie später abschleifen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich habe schon genug geschliffen heute. So. Okay. Gut, hier läuft die Farbe. Hier muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Hier muss man noch ein bisschen mitarbeiten und ein bisschen nacharbeiten. Und das muss man 5 bis 10 Minuten in der Hand halten. Immer gucken, wo hier noch was runterläuft. Das ist das Problem, wenn man das schräg hält. Ja, dann läuft einem immer was runter. Deswegen habe ich auch gesagt, immer was vorbereiten. Dann ist man relativ gut bedient. Die Griffschalen sind jetzt trocken, wie man sieht. Es ist auch hauchdünn wieder geworden. Also wie ich gesagt habe, die Farbe, die setzt sich dann einfach ab, wenn die ganze Flüssigkeit heraus ist. Und jetzt geht es nur noch um die Feinarbeit. Jetzt macht man hier die Schraube raus. Und dann muss man noch die Löcher aufbohren und die überschüssige Farbe hinten ein bisschen abmachen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Sieht dann ungefähr so aus. Also alle Löcher aufgebohrt. Hinten wieder relativ glatt. Und hinten muss man jetzt noch mit gelber Farbe, beziehungsweise muss man nicht, aber mache ich jetzt mit gelber Farbe nochmal drüber malen. Vorne fertig, hinten fertig. Das letzte, was noch fehlt, man muss die Griffschalen oder sollte die Griffschalen noch lackieren. Hierzu benutze ich auch Restbestände. Das hier ist ein Firnis, den ich normalerweise für meine Leinwände benutze. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit. Besteht hauptsächlich aus Acrylharz. Davon jetzt 1 bis 2 Schichten und dann geht diese Farbe hier runter. Zurück aus der Werkstatt. Und ja, bevor irgendjemand irgendwas sagt, die Griffschalen sind nicht so mega stabil und mega belastbar wie zum Beispiel G10 Griffschalen oder Hartholz Griffschalen. Aber sie sehen wunderschön aus. Also ich bin durchaus zufrieden und für ein EDC oder für ein kleines Neckknife reicht das auf jeden Fall. Ja. Das Muster, sehr schön geworden. Ich habe so noch nie gemacht, aber es ist wirklich schön verlaufen. Es ist auch wirklich hart geworden und es ist doch relativ griffig geworden. Auch von der anderen Seite sehr schön. Die Dicke passt auch gut. Man sieht es hier hinten, also die Griffschalen sitzen wirklich sehr schön. Ich bin wirklich zufrieden. Ja? Also ich... Für 3 Stunden Arbeit an einem verregneten Nachmittag. Natürlich hat das Lackieren und Trocknen hat noch mal ein bisschen länger gedauert. Aber 3 Stunden nachmittags war die Hauptarbeit getan. Und dafür ist das Ergebnis
wirklich nicht schlecht. Ich bin sehr zufrieden. So, das war's schon wieder. Ein kleiner Hinweis noch. Die nächsten Tage wird noch ein Video kommen zu meinem Lieblings-Outdoor-Knoten, Paracord-Knoten. Und das solltet ihr nicht verpassen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne, nachdem ihr ein Like da gelassen habt und zum Schluss den Kanal abonniert habt, auch noch die Glocke anmachen, um den Paracord-Knoten, der in ein paar Tagen online gehen wird, nicht zu verpassen. In dem Sinne, die Camping Cowboys wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich bin der Scarf, bis zum nächsten Mal. Auf dem Kanal der Camping Cowboys, heute ist neues Kanal. Ja, was ist denn heute los? Eine Katastrophe. Wunderschön, wunderschön. Das machen wir nochmal. Na.